Ja, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Würze, wo bist du? Ah, du, guck mal noch hier, guck mal hier, was hier steht auf dem Rechner. Wo guckst du? So kann man sich übrigens den Montag auch schön denken, ja? Man muss natürlich den Spruch auf dem T-Shirt haben und zack, ist der Montag auch nicht mehr so ein Montag. Deswegen musst du mir nicht die kalte Schulter zeigen von hinten. Woher weißt du, dass es die kalte war? Ja, weil ich das weiß. Aber ey, weißt du, heute ist ein scheiß Montag. Ich hab Kopf. Ja? Das Wetter. Ich habe auch einen Kopf, und? Ich habe keine Eier gefunden draußen. Heute ist am Montag. Und gestern hat dein Hund wieder alles weggewühlt, oder? Hier, komm, die Mauer bitte. Los. Sag mal nicht die, bist du bescheuert? Kannst du wieder wegmachen? Bevor das sie weg ist. Die Mauer muss weg. Los, weg damit. Ja, Mann, aber du wolltest doch die Mauer haben. Wir haben hier eine andere Mauer, so jetzt pass auf, und zwar geht die wie immer so. Okay. Siehst du? Wir lassen die Mauer. Ja, immer noch Ostermontag, muss ich mal sagen. Mit Lutze? Ja, und Matze natürlich. Hallo Borkheide, hallo Welt. Ich weiß gar nicht, wer hier sitzt. Ich komme hier so konfus durcheinander heute, das geht überhaupt nicht. Das ist aber auch durch den Wetterumschwung, das ist so kalt geworden draußen. Gestern waren 23 Grad und mehr. Ich habe da so richtig in der Sonne gesessen. Und heute ist es so bitterlich kalt. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier. Hat jemand die Türen offen gelassen oder so von Borkheide? Ich habe keine Ahnung. Aber weil wir Ostermontag haben, wir haben uns diesmal mit einem Pastor eingelassen. Das Wort zum Ostermontag hat Matze. Das Wort zu Ostern oder ein Verklärungsversuch. 3 Wochen quarantänebedingter Zustand, viele regen sich auf, wobei der Gemeindebewohner der neuen Bundesländer ja teilweise daran Übung hatte. Während viele Mitbürger der gebrauchten Bundesländer nicht 30 Jahre auf die Reisefreiheit warten mussten, kam er sich hier bei uns sicher noch besser mit der Wartezeit von knapp über 3 Wochen bis zur Grenzöffnung arrangieren. Und vielleicht kommt ja nach dieser Grenzöffnung auch bald die D-Mark zu uns. Kleiner finanzpolitischer Scherz am Rande, muss erlaubt sein, rollen Sie nicht mit den Augen, ich kann Sie sehen. Und die Airlines sind derzeit auch leider noch nicht so richtig auf den kommenden gesamtdeutschen Reiseansturm vorbereitet. Ja, wenn nun auch langsam die Spiele ausgehen, einer muss gewinnen beim Solo-Heimat zum Beispiel oder mit dem ostdeutschen Reiseflugsimulator 3x ziehen, bitte nicht weiter benutzen, da nun kaputt. Und auch die verrostete Zündplättchenpistole alle nervigen Mitbewohner mehrfach ergebnislos eliminiert hat. Man hat mittlerweile alle 20 Schallplatten 30 Mal durchgeleiert. Und wer jetzt noch nicht die Fenster in sommerreifen Zustand, da stecken jetzt 2 Themen drin, war nicht beabsichtigt, passt aber zusammen, gebracht hat, die letzten Flaschen Bonawachs in die miefige seit 3 Wochen zugewohnte Buchte gekippt hat und mit der Bonakeule Eiskunstlaufhallen glatt weggebonert hat. Bonern, ja, die Eltern werden sich dran erinnern können. Vorsicht, frisch gebonert, der Klassiker an sich. Und niemand konnte danach auch nur wegen eines Sturzes verklagt werden. Die letzten Staubpartikel mikrobiologisch perfekt weggewischt und gesaugt hat, die Desinfektion der Wohnhöhle perfektioniert hat und die Grashalme im Garten noch nicht auf 4 bis 5 Zentimeter dem Sommerwachstum aller englischen Vorbild darbietet, dem kann nun auch nicht mehr geholfen werden. Es, und das war der versteckte Buch- und Filmtipp, war genug Zeit. Daher erwartet nun wenigstens den Segen von BNTV, aber geht nicht plötzlich kontaktlos schwanger damit. Kontrolliert wird in 9 Monaten. Das Leben geht für viele jetzt einfach weiter. Für einige leider durch das Virus nicht. Das ist bedauerlich und traurig. Trotzdem war es eine zu erbringende Leistung in den letzten 4 Wochen, die sich nur die wenigsten vorgestellt hätten. Freut euch mit uns auf den Sommer und haltet weiterhin noch genügend Abstand, um dieses fiese Virus mit einem "Du kommst hier nicht rein" außen vor zu lassen. Ja, das ist komische Zeiten. Also irgendwann konnte ich auch früh nicht mehr pennen um 7:30 und dann drehen dir die Gedanken so durch den Kopf. Irgendwie alles konfus, glaube ich, aber naja. Kann ich nur eins zu sagen. 42, die Antwort auf alles. Genau, genau. Jo, dann gleich zum nächsten Thema, falls wir noch welche haben. Hast du schon die Bohnen übrigens? Ich mache nicht Bohnen. Ich habe ja nichts zum Bohnen. Du nimmst deinen Hund immer, ne? Wir haben Fliesen, ja, brauchen wir nicht mehr Bohnen.
Also hat der Hund eigentlich so einen Anschluss für so ein... Ja, ab und zu sind wir mit dem Hund tatsächlich draußen. Der muss nämlich mal morgens, abends, mittags oder so. Da ist uns aufgefallen, dass viele, viele verlassene Grundstücke hier, nicht alle, aber viele in Borkheide eine richtige Renaissance erleben. Ist dir das auch schon aufgefallen, Matze? Ich glaube, da wird jetzt aufgeräumt. Da wird, ach, da schieben sie jetzt altes Laub von rechts nach links und abgebrochene Äste von links nach rechts und so. Und da sind ganz viele Autos jetzt hier auf einmal aus mit Berlin Nummern, wieder hier. Mit Nummernschildern, wir wollten nicht sagen, wo die herkommen. So mit Nummernschildern, ihr könnt euch selber denken, wo die herkommen. Ja, auf einmal finden die alten Grundstücke, die sie schon seit Jahren nicht mehr besetzt sind, wieder. Das ist so wie damals im Krieg, da war Borkheide übrigens voll mit Berlinern, die so ausgesiedelt sind. Ja, so ist das jetzt wieder. Die sind jetzt wie, das ist wie Krieg, die sind alle hier. Weil die Mauer, hast du gesehen, die ist weg. Die Mauer ist weg. Und jetzt machen die ihre Grundstücke, jedenfalls versuchen sie es. Ich denke mal, das wird so ein, zwei Tage anhalten. Dann werden sie mitkriegen, dass es Arbeit ist. Und dann gehen die wieder in den Dornröschenschlaf zurück. Naja, wir werden mal sehen, was passiert. Also es ist echt erstaunlich, wie viele Leute sich hier mittlerweile in Borkheide rumtreiben. Da kannst du froh sein, dass nicht noch die Fahrzeuge der BSR hier angekommen sind. Wir wollen hier noch gleich sauber machen. Na, also mit Osterlaubfeuer ist ja eh nicht, jedenfalls bis gestern nicht. Gestern war noch Waldbrandwarnstufe 5. Aber heftig. Gestern hat es noch 3 Tropfen geregnet, was natürlich hier in Borkheide total sinnlos ist, weil das durch den Sandboden so schnell verschwindet. Nee, es kommt gar nicht erst oben an. Das hängt in den Baumkronen fest. Verdunstet gleich. Aber leider sind ja diese Messwerte auf Luftfeuchtebasis mittlerweile umgestellt. Und wenn es in Werder regnet, haben wir hier plötzlich... Und das heißt ja auch Waldbrandgefahrenstufe, nicht mehr Waldbrandwarnstufe. Warum, was das Wort Waldbrandwarnstufe verbrochen hat, erklärt sich uns bis heute nicht. Aber es muss halt anders heißen. Na gut, lassen wir es so stehen. Erstmal natürlich danke nochmal ans Amt Brück für die täglichen Aktualisierungen. Wir haben jetzt lesen dürfen oder müssen, dass die Corona-Infizierten hier weiter steigen. Es ist zwar jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber wir haben jetzt im Amt Brück mittlerweile 10. Es hat sich also verdoppelt mittlerweile. Infizierte. Und in dem Zusammenhang wollen wir natürlich nochmal auf dieses YouTube-Video vom Infokanal Brück. Infokanal Amt Brück. Hinweisen, wo... Die Beteiligung vom Amt Brück, Gemeinde Wiesenburg, Bad Belzig, Niemeck und Treuenbrietzen dabei war. Und die haben natürlich schön, waren alle 5, ne? Habe ich was die alle zusammen? Bad Belzig vergessen. Bad Belzig, habe ich die vergessen? Ich glaube ja. Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht mehr? Nee, ist also jedenfalls dabei. Jedenfalls haben die eine Osterbotschaft gesendet und das über den YouTube-Kanal vom Amt Brück, wo auch wir die Finger drin hatten, weil wir haben den natürlich aufgemacht, genau. Da unten, unten drunter hast du es mit reinkopiert. Mediengruppe Borkheide hat da die Finger mit drin gehabt und der ist natürlich schon richtig gut eingeschlagen, der Kanal, muss ich sagen, dafür, dass natürlich erst bis aufs Kanal, auf den Kanalträger erst ein Video drin ist, aber von über 1500 Leuten schon geklickt wurde, ja, richtig top, muss ich mal sagen. Wie gesagt, wer nochmal den Kanal sehen möchte, noch nicht gesehen hat, wir haben unten in der Beschreibung nochmal den Link mit drin. Kann man nochmal drauf. Hast du gesagt? Habe ich gesagt, ja. Hörst du mir nicht zu beim Reden? Oh, ich sag dir doch. Ist heute. Der Lutze kann nur ablesen, wenn ich rede, hört er mich gar nicht. Hast du was gesagt? Nö. Das habe ich doch gesagt. Ja, wir haben eigentlich gar nicht so viel zu sagen, deswegen erzähl mal ein bisschen was. Und wir müssen jetzt 10 Minuten vollkriegen, ne? Vielleicht kommen wir aber zum Wetter. Ach, auf. Ist so. Müssen wir nicht drüber reden heute. Der Matze hat den Mega. Du hast ja schon gesagt, die Temperaturen haben sich halbiert. Es hat geregnet heute. Und die Kamera wackelt, wenn ich am Tisch. Ja. Na gut. Da haut doch nicht so auf den Tisch. Ich auch mal auf den Tisch hauen, verdammt. Die Prognose für die Woche ist natürlich schon wieder kein Regen mehr, Rest der Woche. Maximal höchstens 15% Regenwahrscheinlichkeit, was für Borkheide heißt, nee. Und Temperaturen, die krepeln alle so um die 10, 11, 12, 13, 14, 15 Grad rum und so richtig kommt es nicht in Gang. Und auch teilweise könnte es nachts nochmal ziemlich frisch werden. Kalt heute, ja, ich habe mich wieder dick angezogen. Die ersten Knospen haben wir, der letzte Frost hat die ja schon hingemacht, von diversen Bäumchen. Wer hat wohin gemacht? Der Frost hat hingemacht. Ach so. Auf die Bäumchen und die Knospen getötet. Also wächst nichts. Wenig. Wir gucken mal. Ja, und ihr habt ja jetzt das Bildchen gesehen vom Wetter. Das ist tatsächlich das Richtige. Ja, ja, der ignoriert mich ja immer. Ich mache mir hier Mühe, das war das Richtige. Ja. Letzte Mal war das falsche Bild drin. Hat keiner mitgekriegt. Das letzte sah aus wie das vom vorletzten Mal, könnte man auch heute wieder nehmen, aber ich habe darauf bestanden, dass hier diesmal das Richtige reinkommt.
Jo, und ansonsten wird es nichts weiter geben. Wir dürfen ja nicht groß feiern und dergleichen mehr. Dann setze ich mich nachher auf mein Sofa und gucke meine Frau an und die guckt ihren Hund an. 15. März war übrigens, wenn ich mal auf dem Kalender. Wieso hängt da kein Kalender? Bei mir hängt da hinten immer Kalender. Ich habe keinen Platz, das ist doch voll da hinten. Siehst du doch, da ist alles mögliche Plunderzeug. Musst du mal Kalender mitbringen. Ja, 15. März. Das war so der Tag, glaube ich, damals, im letzten Monat, wo diese Beschränkungsmaßnahmen beschlossen wurden. Wir haben bald einen Monat dieser ganzen. Das ist auch bedrückend, ist dir das klar? Das ist komisch, ist das, weil so darfst du da nicht, das Leben geht trotzdem weiter. Ich habe gestern so einen Haufen Fahrradfahrer gesehen hier auf dem Radweg. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Leute ihr Fahrrad wieder ausgemottet haben. Und auch die, ich höre die Autos hier auch vorbeisausen. Ja. Und wenn wir uns gleich, also ich glaube, von uns fahren hier ganz wenig rum. Also man sieht ja sehr viele Reisende zurzeit. Nicht schön, aber das kannst du nicht verbieten, ne? Jo. Das soll eigentlich nur Ostermontag gewesen sein. Nichts Wichtiges. Aber wir wollten uns mal gemeldet haben. Eigentlich ist ja heute Feiertag. Wir haben immer gesagt, Feiertag machen wir nicht. Aber wir haben uns gesagt, wir müssen morgen bestimmt so viel arbeiten, das machen wir einfach heute fertig. Weil es ist letztendlich vollkommen egal, ob es nun heute ist oder morgen. Ich glaube, ich habe morgen Tag 21 Homeoffice oder so dann. Ja, siehst du. Aber es geht weiter. So, pass auf jetzt hier. Und tschüss. Ah, da war sie weg, die Mauer. Hast du sie gesehen? Per Klack geht das mal. Klapp. Willst du noch mal sehen? Da ist sie wieder. Und jetzt? Zack, weg. Wie soll das funktionieren? Die Mauer steht immer noch, die muss langsam runterfahren. Die kann nicht einfach weg sein. Dann müssen wir sie jetzt wieder herholen. Nee. Jo, das war's. Jetzt habe ich ihn durcheinander gebracht. Ja, hat tut mir leid. Aber er hat gedacht, die Mauer bewegt sich. Und die Mauer das, bewegt sich. Das ist heute ein bisschen nicht. Osterträger am Montag. Den muss ich so ein bisschen, aber. Schönen Ostermontag wünsche ich euch. Ich auch übrigens. Matze. Lutze, da. Und tschüss. Ciao.